Das Mystery Booster im Test. Wird das heute ein Pokémon-Fest? Hallo, Saiyajin-Freunde und meine Pokémon-Trainer. Yes, wir haben heute einen kleinen Test, denn ich habe hierüber ehrlicherweise schon einiges Negatives gehört. Ich wollte das Ganze selbst jetzt natürlich testen und ausprobieren. Ist in diesen Mystery-Boxen, die es zum Beispiel bei Saturn, bei Mediamarkt gibt, wirklich nur Schrott drin? What? Oder kann man doch wirklich hier was Gutes rausziehen? Denkt natürlich gerne an das kostenlose Abo, lasst schon mal einen Daumen nach oben da und bleibt vor allem dran, denn am Ende verschenke ich noch etwas. Ich habe mir dieses Mystery Booster gekauft. Wir sehen das Ganze auch schon hier. 8 Euro kostet das Ganze. Es sind 25 Karten von Pokémon enthalten. Das Ganze auf Deutsch. Und es wird garantiert, dass mindestens 2 Reverse oder Holo oder V-Karten drin sind. Und eine Rare-Karte. Kann man doch was Gutes draus ziehen? Oder ist es Scam? Weiß ich nicht, Digga. Ich werde euch die Preise auch einblenden, damit wir wirklich sehen können, hey, machen wir hier Plus oder wird das Ganze doch ein dickes Minusgeschäft? Wir gucken jetzt, wir machen das Ganze auf. Insgesamt 25 Karten, die sind hier eingepackt. Man muss auch sagen, das Ganze wird allerdings nicht selbst jetzt irgendwie von Saturn oder Mediamarkt oder die anderen Geschäfte, die es eben gibt, gemacht, sondern eben von einem anderen Anbieter und Saturn Mediamarkt. Verkauft das Ganze einfach nur. Jetzt gucken wir, wird das Ganze ein Plus- oder ein Minusgeschäft? Wir haben zuerst Chillas. Jetzt kommen wahrscheinlich eben auch die ganzen normalen Kamen-Karten. Wir gucken mal. Klick, wie gesagt, alles auf Deutsch. Kripuk, Milza, Burschuft. Da können wir jetzt wahrscheinlich noch nicht viel erwarten. Ich gehe auch stark davon aus, dass, wenn die guten Karten natürlich hinten sind, hier alles noch Kamen-Karten. Wir sehen das hier, die Kreise, also Wuffels, alles noch relativ ja, einfache Karten. Jetzt hier auch noch nichts Besonderes mit dabei. Morpeko, Routena. Wir gucken mal, wann wir hier zu den Bängern kommen. 2 Karten sollen eben garantiert sein. Alles wird hier kurz eingeblendet, was wir hier sammeln. Emolga. Oh, okay, wir haben eine Karte hier von 25 Jahre Anniversary, ja, das Jubiläum mit drin. Okay, das finde ich ganz nice. Das ist auf jeden Fall eine Holo-Karte, die wir jetzt hier schon mal von den 25 drin haben. Eine Sternkarte und als nächstes, okay, Knuffenser als Reverse. Und wir haben, okay, Aktip, noch als letzte Karte dahinter, meine Freunde, das war schon okay. Den 2 Karten, die garantiert wurden, Knuffenser als Reverse-Karte und Reshiram, hey, die ist ganz cool, aber ja, ihr seht jetzt einmal die Gesamtsumme und auf die Schnelle kann man, glaube ich, auf den ersten Blick auch schon sagen, ja, wirklich Plus haben wir hier nicht gemacht, nicht meine wie, keine irgendwelche Special-Karten. Der Rest hier, ja, es sind verschiedene Sets drin, falls man da irgendwas sucht. Aber man muss sagen, am Ende kann ich das Ganze bestätigen. In dem Fall war es leider nur Schrott. Das Ganze wird hier vor allem auf die Kinder ausgelegt sein, dass die sagen, hey Mama, Papa, bitte kauf mir doch diese Karten hier. Da sind verschiedene Karten drin. Man muss sagen, ich glaube, es ist wirklich schwierig, hier was Gutes rauszuziehen. Das werden die sich schon gut überlegt haben in der Kalkulation. Hier wird leider zu viel versucht, Geld mit Pokémon zu machen, dass das Ganze eben gekauft wird. Nur weil das Ganze draufsteht, natürlich auf Mystery Boxen, klar, hofft man immer ein bisschen drauf, was Cooles zu ziehen. Aber in dem Fall kann ich leider die negativen Nachrichten da nur bestätigen. Auch das ist vom Wert her natürlich überhaupt nicht vergleichbar, dass man dafür jetzt 8 Euro ausgibt. Der Test wurde nicht bestanden. Hier geht leider jede Freude abhanden. Und jetzt, aber trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, weil das hier nicht was Besonderes war, verlose ich für alle Kommentare, die ihr schreibt, schreibt rein, welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Habt ihr wirklich mal irgendwas Gutes hier rausgezogen? Ich bin sehr, sehr gespannt. Haut mal unten was Kreatives rein. Und unter den 2 besten Kommentaren, die ich finde, verschenke ich einmal diese Toploader und diese wundervolle Deckbox. Also, 2 können das Ganze hier gewinnen. Ich verschenke das Ganze an 2 besonders tolle Kommentare. Guckt natürlich auch in die anderen Videos rein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Eure Saiyajin.